So, meine lieben Leute, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 1 Remastered. Wir sind endlich zu einem Leuchtfeuer gekommen, ne? Endlich! Und, ja, es geht jetzt weiter. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht, was kommen wird. Ich weiß nur, dass wir ein Leuchtfeuer gefunden haben und dafür bin ich so dankbar, ne? Alter Schwede, das ist so behindert, ne? Dieser letzte Weg gerade, ne? Leuchtfeuer, oh, geil. Jetzt guck mal, was hier drin ist. Ich meine, hier können wir eigentlich nichts verlieren, denn... Eigentlich können wir nichts verlieren, denn gegenüber ist das Leuchtfeuer, wir haben dort gesaved und wir können uns ja auch die Seelen immer wieder zurückholen. Also komm, wir riskieren es, wir machen ihn platt. Komm, wir schaffen ihn. Aber er sieht irgendwie krass aus. Ja. Ja, komm, den schaffen wir, Mann. Da ist eine Truhe. Ja, komm, Digga, du kannst nichts, Mann. Du kannst einfach nichts. Bist du schlecht? Oh, oh. Doch nicht? Nein! Bitte nicht sterben jetzt. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Wir haben den Ausgang verpasst. Wir müssen alles blocken, was er macht. Komm, deffen, deffen, deffen. Jo, komm, noch ein Schlag hier, Mann, dann bist du Geschichte, Digga. Du kannst einfach nix. 1000. Lächerlich, dieser Wert. Lächerlich. So, da ist eine Truhe. Hoffentlich kein Nachahmer-Kack drin. Wir gucken. Denn man kann das sehen, Leute, wenn die Truhe sich leicht öffnet. Der Nachahmer guckt ab und zu raus. Und Cayman meinte auch, dass man es an der Kette sieht. Leider sieht man jetzt... da eine Kette, aber wir wissen trotzdem nicht. Also die machen die Tour eigentlich immer auf, diese Nachahmer, und gucken ganz leicht raus, wenn man eine Weile wartet. Wir werden das Ganze natürlich sicher machen, aber ich glaube, es ist keiner drin. Ja, wir haben's. Sonnenlichtmedaille. Keine Ahnung wozu. Geil. So, wir gehen direkt wieder zum Leuchtfeuer. Ich will saven. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist. Wir haben das eh nicht so weit aufgewertet. Eigentlich Schwachsinn. Bringt uns überhaupt nichts. So. Bitte nicht noch mehr von diesen Scheißrittern, die sind nämlich richtig behindert. Da kommt natürlich schon einer. Ich kaum ausgesprochen, ist er da. Ich hoffe, die sind dann für immer tot, ne? Sind direkt abblocken, ne? Immer schön abblocken und die Ausdauer wieder auffüllen, dann geht's. Du kannst nichts, Mann. Kann nur hoffen, dass sie echt nicht wiederkommt. Ja, natürlich. Ne, jetzt hat er uns langsam. Jetzt müssen wir verdammt aufpassen. Okay. Die sind kacke. Aber wir kriegen sie, Mann. Wir kriegen sie. Ich hoffe, dass sie nicht noch mehr kommen. Es sprach ja und es kam einer um die Ecke gerannt. Ist immer das Gleiche. Ich wollte schon sagen, ich höre das schon wieder. Oh, die Treppe, ich würde sie gern hochgehen, Mann, aber sie ist bestimmt kacke. Oh, da ist irgendwas Blödes drin, ne? Ich höre es schon. Ein Geist oder irgendwie sowas lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Vielleicht ein Geheimgang? Da geht's runter. Ich traue mich da ehrlich gesagt nicht ganz reinzugucken. Aber ich glaube, wir müssen. Fährt irgendwas oder so. Scheinbare Wand. Oh. Nice. Aber wo sind wir hier? Wir haben auch kein Licht, ne? Gibt's hier irgendwas? Ist das hier unten richtig kacke? Wir wissen nicht, wo wir sind, wir wissen nicht, was kommen wird. Wir wissen nur, dass es scheiße wird. Das ist bei Dark Souls. Eins ist bei Dark Souls immer sicher. Wenn was kommt, dann ist es scheiße. Zwei Truhen.
Dickwanst. Oh oh. Wir gucken mal, ob wir was sehen. Ich glaube, wenn wir eine Tür öffnen, kommt der Fette. Irgendwas hört sich so an, als würde er atmen. Das ist natürlich richtig kacke hier. Dickwanst? Bisher ist aber noch keiner da. Ob der noch kommt? Wir machen jetzt mal die Truhen auf, wo wir beobachtet haben. Havels Stulpen. Könnte vielleicht geil sein, wir müssen mal gucken. Drachenzahn. Drachenstein wäre nice. Ah, da ist einer drin, seht ihr den? Seht ihr den? Hat das gerade aufgemacht. Den lassen wir auf jeden Fall. So, wir gucken mal kurz, was diese Rüstung... die ist gut, die ist aber verdammt schwer, ne? Die ist verdammt schwer, ne? 7,5 Havels Helm. Das ist natürlich kacke. 38. 92 hat die. Shit! Die ist echt gut, Mann, aber die ist mega schwer. 19,5, ne? Das ist richtig heftig. Ich glaube, die ziehen wir nicht an, das ist zu schwer. 11, also. Da brauche ich auf jeden Fall eine ganze. Ich würde da gerne mal so ein Viech besiegen. Ich weiß ja nicht, was es da gibt, aber ich traue mich nicht, Freunde. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Wir lassen. Aber ein Dickwanst kam jetzt hier nicht, ne? Wir haben alle. Oder oben vielleicht, hoffentlich. Irgendwas macht hier komische Töne. Irgendwas. Also gut, das haben wir erstmal. Wir gehen da mal hoch. Und hoffen, dass nichts Schlimmes kommt. Blöde Treppe. Da ist ja eine Truhe. Zwei sogar, glaube ich. Räume, was ist das hier für ein Kackgebiet? Viele Truhen. Da ist auch wieder einer drin. Seht ihr das, wie es aufgeht? Okay, hier sind viele Fake-Truhen mit dabei. Da müssen wir aufpassen. Viele Fake-Truhen. Jetzt gucken wir mal hier drüben nochmal. Ob wir diese hier öffnen können, aber ich gehe mal davon aus. Sieht fast so aus, als wenn das auch eine Fake-Truhe ist. Oh, die Kette sieht jetzt nicht anders aus. Ja, ist auch eine Fake-Truhe. Scheiße. Alles nur Fake-Truhen hier. Oh nee, nicht schon wieder, Mann. Da geht's irgendwo lang. Okay. Ich habe noch keinen Plan, wohin, wo lang, was kommt, ich weiß es nicht. Und ich gehe mal davon aus, dass wir die Ritter auch erneut besiegen müssen. Was dieser Weg hier bringt, weiß ich auch nicht, denn eigentlich bringt uns dieser Punkt hier gar nichts. Man könnte hier runterspringen, wenn man wollte, aber das will ich nicht. Wir gehen mal... Ja, da hinten steht auch wieder einer. Mann, die sind überall die Viecher. Wo ist der richtige Weg? Ich hab Angst, Leute. Irgendwie ist das Gebiet hier oder die Stellen... Irgendwie ist es hier ein bisschen angsteinflößend, muss ich sagen. Ein bisschen komisch. Überall hässliche Gesichter an den Wänden. Allein das macht mir ja schon Angst. Allein die Bilder machen mir ja schon Angst. Was haben wir hier? Stoß. Achtung, Stoß. Vor dir rechts. Ich glaube, der meint den Ritter. Hm. Wir gucken mal. Ich glaube, der hat mich gesehen, oder? Oh ne, da... War ich das jetzt gerade oder war das da drinne? Lass jemand diese Seite nicht öffnen. Ich glaube, es war da drinne. Wir machen mal den Ritter zuerst. Wir haben ja eigentlich gut. Da bewegt sich irgendwas drinne. Oh. Oh nee, nicht schon wieder. Nicht schon wieder der, ey. Oh, jetzt bewegt sich noch irgendwas. Hoffentlich kommen jetzt nicht zwei, ey. Das wäre richtig kacke, ne?
Die Hälfte. Es bleibt weiter entspannt, Freunde. Noch ein Schlag, komm. Zack. Direkt Heilung einwerfen. Jetzt müssen wir... Drachentöterpfeil. Oha. Ich glaube, die sind echt gut. Ich will mal kurz mal gucken, Freunde. Drachentöterpfeil. Oh. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier irgendwas, ne? Ey, irgendwas läuft hier, ne? Gelobt sei die Sonne. Irgendwas läuft hier. Ah, da drin ist wieder dieser Typ. Aber den können wir... Was passiert, wenn wir den anschießen? Versuchen wir. Nicht, dass er uns angreift. Okay, das geht nicht. Nicht, dass er uns angreift und töten will. Also hier kommen wir anscheinend noch nicht... Was ist denn das hier? Hier kommen wir anscheinend noch nicht durch. Versuchen wir nochmal die Tür aufzumachen. Ich glaube aber, dass das nicht so gut ist oder nicht funktioniert. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Es muss also irgendeinen Eingang geben. Und hier muss auch einer sein. Wahrscheinlich kommt hier auch nochmal so ein scheiß Ritter. Aber wir haben es ja alle geschafft. Ja. Werden wir den auch schaffen. Ja, Digga. Wie soll ich da ausweichen? Bitte sag's mir. Bitte sag's mir, wie ich ausweichen soll. Komm. Das wäre nur fair. Komm, zeig. Kannst nix, Mann. Dein Vater ist deine Schwester. Kannst trotzdem nix. Oh-oh. Nein! Bitte jetzt nicht sterben, ne? Nein! Okay, ich will auf Nummer sicher gehen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Zack! Glück gehabt. Silberritterschild, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das soll eins der besten Schilde sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir haben jetzt momentan 77, Silberritterschild 66. Naja, komm, ist jetzt auch nicht so krass. Warte mal, wir müssen mal gucken. 65 Blitz, physisch 100, das ist auch sehr nice. 40, 75, 65. 40, 75, 65. Fläche schmeckt dein Tiefen, wenn wir Wasser haben, die Silberritter bleiben noch um die. Okay. Weiß ich nicht, ob geil ist. Keine Ahnung. Vielleicht kann da noch jemand schreiben. Ich glaube nicht so. So. Da geht's hoch. Ich will nicht hoch. Hoch ist immer kacke. Ah, ich würde gerne wissen, wo ich lang muss. Ob das hier richtig ist oder ob das nicht richtig ist. Okay, da steht wieder einer. Das ist wieder kacke. Da steht auch einer. Wir würden es also hier mit zwei zu tun bekommen. Das ist richtig schlecht. Das ist ein Bogenschütze da hinten. Er hier aber nicht. Okay, dann... Naja, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob der andere kommt, wenn wir zu dem raushören. Könnt's mal versuchen. Heile ich mich aber nochmal. Okay, es kommen nicht beide, das ist ganz gut. Wir müssen aufpassen, dass der andere nicht kommt. Wenn der auch kommt, dann ist es schlecht. Aber bisher sieht es gut aus. Aber wir müssen echt die Kampftechnik von dem beherrschen, ne? Echt wissen, wann der was macht, ne? So, zack. Sehr schön. Uns gehen die Estus aus, würde ich noch nicht sagen, aber sie werden weniger.
Das ist auf jeden Fall Fakt. So, wir gehen mal hier runter. Es könnte jetzt sein, dass wir zu dem Punkt kommen, wo der andere Ritt. Hier haben wir doch, oder nicht? Hä? Ach, Digga, ist das ein Labyrinth oder ist das ein Labyrinth? Ich sehe gar nicht mehr durch, ne? Oh, shit, nee. Nee. Steht wieder ein Ritter. Und da scheint auch irgendwas zu sein. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wo wir lang müssen. Das wäre mal wirklich interessant. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Oh nein. Nein. Scheiße. Wir gehen hoch. Wir machen ihn. Wenn wir ihn machen müssen, machen wir ihn oben auf offenem Feld. Ich weiß nicht, wo ich lang soll, Freunde. Mir gehen die Ideen aus. Er könnte ja jetzt auch mal wieder zurückgehen. Er kommt mit. Kommt er hoch oder kommt er nicht hoch? Ich glaube, er geht wieder runter. Hier geht's auch irgendwo hin. Aber wo? Keine scheinbare Wand, okay. Es könnte sein, dass wenn wir den hier besiegen, in den Raum reinkommen, wo wir rein wollen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Denn der Ritter steht genau über den Raum, wo der Zwiebelmensch... Angst, dass der andere noch kommt. Wo der Zwiebelmensch drin ist. Das könnte also ganz gut sein. Ich hoff's. Ich weiß es nicht. Ich hoff's einfach nur. Wieder diesen finalen Schlag machen. Ah, shit, 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 shit. Ist gar nicht so einfach, dieser Typ. So, zack. Aurin haben wir. So, komm, jetzt lass mich bitte da runter. Silberritterschwert. Ich glaube, das Silberritterschwert soll auch ziemlich nice sein. Wir gucken uns auch das an. Silberritterschwert. Wir haben momentan... Das ist natürlich schon gut geupgradet, muss man sagen. Silberritterschwert, wenn ich es irgendwo mal finde. Da. Huh! Ist das einhändig oder zweihändig? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay, wir brauchen noch Beweglichkeit. 22 brauchen wir. Das heißt, wir müssen mehr auf Beweglichkeit gehen. Stärke haben wir soweit erfüllt. Okay. Brauchen wir also noch Beweglichkeit. Aber das hat tatsächlich... Wir haben jetzt... 220... Ja, ist nicht verkehrt, Freunde, ist nicht verkehrt. Man kann sich das im Hinterkopf behalten. So, Leute, wir machen an der Stelle Schluss hier. Wir machen in der nächsten Folge weiter, sonst wird das alles zu lang hier. Ich muss 3 Folgen füllen. Danke, dass ihr dabei wart, Freunde. Wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, wo ich lang kann, wo ich lang muss, wo der richtige Weg ist. Ich höre mal irgendwas, ne? Dann schreibt's bitte. Helft mir weiter, es wäre echt nice. Ich bedanke mich dafür bei euch. Macht's gut, Freunde, bis dann. Ciao.